Willkommen beim Vitamin Berge Podcast, heute Episode 22 und heute ist es mal eine ganz außergewöhnliche Folge, denn ich habe die Podiumsdiskussion beim zweiten europäischen Trailrunning Symposium im Pitztal mitgeschnitten. Wir waren 7 oder 8 Teilnehmer, Journalisten, Sportler, Veranstalter und es war eine richtig interessante Diskussion. Sie beginnt am Anfang erstmal kurz noch mit einer Frage an den Psychologen, der da mit dabei war. Und dann kommt kurz die Vorstellung, wer alles dran teilnimmt. Und im Anschluss eine Dreiviertelstunde lang Frage und Antwort. Es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhören, vor allem wenn du Trailrunner bist und auch mal irgendwas mit den ITRA-Punkten zu tun hattest. Einfach durchhören. Viel Spaß und ich freue mich auf dein Like auf Facebook, Instagram und wo du mich sonst noch findest. Viel Spaß! Erstmal vielen Dank, Christopher. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr Fragen? Und ich bin davon überzeugt, jetzt gibt es Fragen. Sie sind heute ein bisschen schüchtern, Christopher. Ist das gut, wenn er Psychologe ist, dann sind die meisten froh, wenn niemand fragt. Was macht der Psychologe erst? Jetzt redest du so, als würdest du selber das auch erlebt haben. Bist du denn auch Trailrunner und wirklich aktiv unterwegs und hast das alles nachempfunden, wie das ist, wenn man da oben steht und sagt, ich habe keinen Bock, warum mache ich das überhaupt? Und im Ziel sagst du, ich bin der King. Hast du das auch selbst schon mal empfunden? Also die Wahrheit ist, ich habe viel über die 20 Jahre viele Leistungssportler betreibt und dann bekommt man viele Erfahrungen. Ich war selber jahrelang Marathonläufer, das heißt, ich kenne das auch. Und wenn du in Tirol lebst, jetzt meine, die Frage zuerst war, wie viele Kilometer trainierst du in der Woche? Bei mir liegt die Kilometeranzahl zwischen 20 und 25 und in Tirol bist du automatischer Trailläufer. Also ich kenne sowas, bin immer froh, wenn ich in einer Großstadt bin, da ist alles eben. Bei uns ist es natürlich etwas anders. Aber ich kenne es natürlich aus der eigenen Erfahrung. Ja. Habt ihr Fragen? Ja, bitteschön. Wann ist die Grenze zum ungesunden Wahnsinn erreicht? Sehr gute Frage. Ja, und das ist ganz relativ. Ne? Also sie ist dann erreicht, wenn es für dich persönlich ungesund wird und für dein soziales Umfeld. Wenn deine Frau anfängt zu sagen, bitte können wir irgendwann einmal wieder in die Toskana fahren und nur am Strand liegen, dann würde ich mal dem nachgeben. Aber ganz im Ernst, also Matthias hat da gesagt, es wird dann ungesund, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Erholungsphasen als wertvoll anzusehen, ständig trainieren musst, wenn du ins Übertraining gehst, Erschöpfungssyndrom erleidest, was wir schon auch immer wieder auch haben, dann ist etwas ungesund. Aber in der Regel, also es ist ja faszinierend, was Menschen alles machen können. Also wenn allein nur mal der Matthias, wenn man den nimmt, was der alles absolviert und voll fit, voll gesund, ja, was gibt es Besseres? Aber das ist etwas, was man sich antrainieren muss. Was ich natürlich auch interessant finde, wie sich das Running, also egal ob Trailrunning oder auch Marathon, was du ja auch gelaufen bist, wie das den Menschen auch verändert, durchzuhalten im Alltag. Also es hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Sport, sondern auf das komplette Leben, wenn man als Läufer sich durchbeißt und im Ziel ankommt und stolz ist, das Rennen absolviert zu haben. Ja, ich glaube, also Pitztal Tourismus, die haben ja in den letzten Jahren immer interessante Leute eingeladen, die kann mich an einen Referenten erinnern, der sein gesamtes Leben geändert hat. Nicht? Vorher Drogen, Suchtabhängig, alles. Und du kommst in eine ganz andere Richtung. Und es verändert alles. Das sind ganz andere Menschen. Für mich als Psychologe immer faszinierend. Also ich komme ja aus dem Bereich, bevor ich im Spitzensportbereich gearbeitet habe, im Suchtbereich gearbeitet. Und wenn du siehst, wie Leute ihr Leben verändern können und ja, es ist ganz anders. Es ist ein ganz anderer Mensch, ein anderes soziales Umfeld, haben andere Partner auch. Sensationell. Christopher, ich würde sagen, wir bauen schon mal ein bisschen um. Vielleicht mag Robert helfen, vielleicht magst du helfen, dass wir einmal hier unsere Stühle schon mal positionieren für die Podiumsdiskussion. Und dann darfst du auch gleich schon Platz nehmen, Christopher. Und Matthias, wo schlägst du? Du kannst gleich mit dazu. Perfekt. Wir brauchen insgesamt 9 Stühle. Und wir haben 8, 2, 4, 6, 7. Haben wir noch 2 Ruhestühle? Ich stehe sonst auch gerne. Ansonsten nehmen wir noch einen Hohenstuhl. Und dann würde ich sagen, ihr könnt schon mal Platz nehmen. Und dazu bitte ich jetzt Kerstin Burghaus, unsere Hobbyläuferin. Ein Riesenapplaus. Kerstin ist
selber im Triathlonverein und sagt sich, sie möchte natürlich beim Laufen die Leistung steigern, aber ihr ist die innere Ruhe auch ganz, ganz wichtig. Und wenn sie mal nicht auf den Laufstrecken unterwegs ist, so wie heute, heute hat sie ja, glaube ich, schon 8-9 Kilometer mal eben absolviert als kleine Vorbereitung für ihren Lauf am Samstag, dann ist sie in einer großen deutschen Bank tätig, ja, und darf sich mit oder als Kreditanalystin mit Firmenkunden beschäftigen. Also was ganz anderes, wo man sagen kann, beim Laufen schaltet man definitiv auch ab. Schön, dass du da bist, Kerstin. Vielen, vielen Dank, dass du extra hierher gekommen bist. Aus Mainz, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann haben wir natürlich auch ganz viele Veranstalter heute hier beim Podium mit dabei. Zum einen den Josef Günther Meyer, auch bekannt, weil er der Veranstalter ist und der Mitbegründer des Südtirol Ultra Sky Race. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Josef. Nehmt ihr ruhig Platz, Matthias und Christopher, euch habe ich ja schon vorgestellt. Dann freuen wir uns auf Daniel Juchum. Er ist unter anderem im Orga-Team von der Walser Trail Challenge, gehört auch zum Team Salomon Deutschland und studiert nebenbei auch noch Sportwissenschaften. Schön, dass du da bist, Daniel. Herzlich willkommen. Grüß dich. Und außerdem haben wir von Plan B den Geschäftsführer heute hier, Herrn Heinrich Albrecht. Schön, dass du da bist, Heini. Plan B macht unter anderem Großveranstaltungen, wie zum Beispiel den Salomon Zugspitz Ultra Trail und viele weitere. Auch dir erstmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Podium. Dann haben wir außerdem natürlich noch weitere Sportler und auch Journalisten hier mit dabei, denn wir wollen natürlich ein breit gefächertes Vertretertum oder beziehungsweise viele Vertreter zu unterschiedlichen Bereichen heute hier beim Podium mit dabei haben. Und dazu zählt der Martin Schädler, denn er ist deutscher Ultratrailmeister 2015 und hat bei der WM 2016 die Bronzemedaille mit nach Hause geholt. Schön, dass du da bist, Daniel Schädler. Und neben den Veranstaltern und den Sportlern haben wir natürlich auch noch Journalisten, Blogger etc. mit dabei. Da begrüßen wir unseren Sportfotografen und unseren Sportblogger, aber natürlich auch selber Trailrunner Robert Kamczyk. Schön, dass du da bist, Robert. Robert ist übrigens der Hausfotograf von dieser Veranstaltung, kann man schon fast sagen, und hat unter anderem diese beiden Fotos auch durch so einen Moment aufgenommen. Also er ist wirklich immer dabei und nicht nur selber auf der Strecke, sondern auch immer mit seinem Fotoapparat am Start, wenn es um Trailrunning-Events geht. Und am liebsten ist er selber unterwegs auf Madeira, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dein Lieblingsgebiet, wo du auch gerne selber im Bereich Trailrunning unterwegs bist. Ja, und als Eingangsfrage möchte ich einfach mal die Frage in die Runde stellen. Erstmal, ein Mikrofon ist bei dir, perfekt. Jetzt haben wir für Samstag 800 Anmeldungen. Das ist schon eine stolze Zahl, da kann man schon sagen, Hut ab. Jetzt geht es aber natürlich immer mehr Menschen für Trailrunning zu begeistern. Wie kann man das schaffen? Einfach mal als Eingangsfrage. Was braucht eine Veranstaltung, damit wirklich viele Läufer kommen und Läuferinnen oder dass sie zumindest sagen, ich habe Lust auf Trailrunning? Ich darf dich gleich mal bitten, ruhig schon mal deinen Kommentar dazu zu geben. Du hast gerade das Mikro in der Hand. Bitteschön. Ja, also ich habe mir erstmal gedacht, eigentlich muss man gar nicht viel verändern. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt viel verändern, glaube ich, dann bewegen wir uns, glaube ich, in die falsche Richtung. Eigentlich im Grunde genommen sollten wir uns an den bestehenden Veranstaltungen, an den großen Veranstaltungen, an den erfolgreichen Veranstaltungen orientieren. Die machen nämlich alles richtig. Die locken immer mehr Läufer an. Und wenn wir jetzt irgendwie versuchen, da noch krampfhaft was zu verbessern, glaube ich, verschlechtern wir uns eher. Und da begeben wir uns in eine Richtung, die meiner Meinung nach gefährlich werden könnte. Ja, also ich würde es so lassen wie hier. Und ich meine, die Veranstaltung hier, die zeigt ja, was man machen kann, wie man Läufer locken kann mit dem Trailrunning, mit dem Symposium, mit den tollen Strecken, mit Landschaften und mit einer familiären Atmosphäre. Heini, was hast du als Veranstalter dazu? Ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Wir müssen nicht viel verändern bei den Veranstaltungen. Ob wir alles richtig machen, weiß ich nicht. Wir versuchen es. Wir versuchen auch die Sachen dann im Laufe der Zeit besser zu machen. Ich glaube, was wichtig ist, wir haben so, schulzen wir auch so ein bisschen selber mit unserer Bildsprache, wir müssen den Leuten zeigen, dass Trailrunning eben nicht nur in den Alpen stattfinden kann, sondern die Events, die wir machen, hier im Pitztal oder bei unseren Veranstaltungen,
Das ist so, denke ich mal, das Ziel von den Leuten, die mit Trailrunning anfangen. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir wieder ein bisschen mehr in die Fläche gehen und die Leute versuchen, von der Faszination Trailrunning zu begeistern. Und Trailrunning kann ich eben nicht nur in den Alpen machen, sondern eben eigentlich auch überall. Dann darfst du gleich mal das Mikro an Kerstin geben. Denn Kerstin hat mir heute schon verraten, sie ist erst seit 2 Jahren im Trailrunning-Sport aktiv. Vielleicht magst du mal aus deiner Sicht sagen, was dich dazu gepackt hat, Trailrunning zu machen und vielleicht auch schon andeuten, was du denkst, was Events vielleicht noch brauchen, um noch mehr Menschen dafür zu begeistern. Ja, das ist eine spannende Frage. Wir waren vor 2 Jahren hier im Pitztal und haben Urlaub gemacht. Ich komme ja aus der Ecke von Mainz. Wer die Gegend um Mainz kennt, der weiß, um Mainz rum ist rheinhessisches Hügelland, also heißt es, ist weitestgehend flach. Es gibt das Rheingau mit dem Rheinsteig, aber man bewegt sich eigentlich mehr auf der Straße oder auf irgendwelchen Wirtschaftswegen. Und da ist so ein Urlaub im Pitztal auf einmal eine ganz spannende Herausforderung, weil man kommt hier an und es ist gar nichts mehr flach. Und ja, was hat uns dann zum Trailrunning gebracht? Der Kontakt mit netten Menschen hier, mit Läufern hier, deren Begeisterung auf uns übergeschwappt ist, mit denen wir auch zusammen hier gelaufen sind. Und dann war die Faszination da. Natürlich haben wir uns gefragt, wie können wir das jetzt weitermachen, haben dann versucht, diese Begeisterung auch mit ins rheinhessische Hügelland zu nehmen. Und ich behaupte mal, das ist uns auch gelungen, weil in unserem Triathlonverein hat sich der ein oder andere Triathlet jetzt auch schon fürs Trailrunning begeistert, inklusive Nachwuchs. Und das ist natürlich für uns jetzt ja, eine tolle Sache, weil gerade in den Bereichen, die relativ flach ist, fehlen natürlich auch die entsprechenden Events, die Organisationen, die einem als Läufer das Ganze drumherum abnehmen, weil das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Was will man als Läufer bei einem Wettkampf? Man will sich nur auf den Lauf konzentrieren und nicht auf das, was drumherum organisiert werden muss. Und das, glaube ich, ist für einen Veranstalter ganz wichtig, dass da viele Punkte einfach oder viele Dinge einfach dem Läufer abgenommen werden, damit der eine ganz entspannte Vorauszeit hat und auch im Nachgang einen wirklich tollen Wettkampf erlebt. Grundsätzlich sagt man ja, Trailrunning ist so Laufen, wo man sagt, ohne Grenzen, Freiheit pur. Jetzt kommt das Thema Vereine mit ins Spiel. Du hast selber gesagt, dass auch jemand schon aus dem Verein bei dir motiviert war und jetzt auch beim Trailrunning aktiv wird. Wie wichtig schätzt du die Funktion des Vereins ein im Bereich Trailrunning? Wie wichtig ist das, dass auch Vereine dort aktiv werden? Also ich denke, es ist sehr wichtig, weil man braucht ja eine gewisse Struktur. Also man braucht eine gewisse Struktur, um vernünftig zu trainieren. Was nicht heißt, dass man natürlich nicht auch mal die Laufuhr zu Hause lässt und einfach in den Wald läuft und sich eine Auszeit gönnt. Aber trotz alledem ist es wichtig, gerade wenn man Anfänger für den Sport begeistern will, dass man sagt, man gibt dem Läufer eine gewisse Struktur, man nimmt ihn auf, man nimmt ihn an die Hand und organisiert eben diverse Dinge für ihn. Sprich, man organisiert die Wettkämpfe, man organisiert das Training, man trainiert zusammen, verbringt gemeinsam Zeit, genießt gemeinsam Zeit nach dem Training, nach den Wettkämpfen. Und das ist eine wichtige Geschichte. Auch das Messen der Leistung untereinander, aneinander, kann dazu führen, dass man motiviert wird, weiterzumachen, vielleicht sich auch was zu trauen, was man sich sonst nicht zutrauen würde. Dieser Teamgedanke und auch diese Gruppendynamik, die es im Verein dann bekommt, die finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite übt es natürlich hin und wieder auch ein bisschen Druck aus, auch das ist so. Das muss dann jeder für sich entscheiden, inwiefern er dieses annimmt und damit umgehen kann, aber die grundsätzliche Organisation über einen Verein und einen Verband halte ich schon für sehr wichtig. Daniel, du bist ja auch Sportkoordinator. Was sagst du denn aus deiner Sicht? Wie wichtig sind die Verbände? Ja, die Verbände sind, die geben natürlich Strukturen vor. Gerade wenn das ganze Wettkampfgeschehen, wenn man das betrachtet, geben die Verbände quasi Richtlinien an, gerade was so Wettkampfausrüstung angeht, Streckenführung.
Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da auf einem einheitlichen Level sich bewegt und auch, wenn es gerade in den internationalen Bereich reingeht, dass man das natürlich vergleichbar machen kann. Das heißt, dass man Weltmeisterschaften austrägt, Weltcups und sowas. Aber da ist natürlich schon ein bisschen Potenzial da von der Verbände, weil wir natürlich auch mehrere Verbände haben, die sich alle mit dem befassen und noch auf keinen einheitlichen Nenner kommen sind. Sieht das der Profisportler Martin genauso? Willst du dem Ganzen zustimmen, was Kerstin sagt und was Daniel sagt? Nicht ganz. Also, weil ich weiß nicht so ganz, wenn ich jetzt betrachte, was jetzt Verbände und so weiter, ich weiß, in welche Richtung diese Frage wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt auch hinzielt. Also wir brauchen beides, also ganz ohne Verbände und ohne Vereine wird es mit Sicherheit nicht gehen. Ich meine, ich bin selber Weltmeisterschaften gelaufen, ich meine, ich laufe bei deutschen Meisterschaften mit. Wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen keine Vereine, dann würde ich mich ja selber in Frage stellen. Aber irgendwie nimmt das natürlich eine Entwicklung mit Vereinen und Verbänden, die ja irgendwie in eine falsche Richtung gehen, meiner Meinung nach. Weil die entsprechend die Gewichtung oder letztendlich auch die Macht der Verbände und so weiter immer mehr zunimmt und wir das eigentliche Ziel vom Trailrunning so ein bisschen aus den Augen verlieren. Also ich bin Wettkämpfer, ich brauche Wettkämpfe, ich laufe auch entsprechend gegen andere und will ja durchaus auch gewinnen, aber das alleine steht ja bei mir nicht im Fokus, nicht nur das, sondern es geht ja auch um das Erlebnis und das wollen ja auch wahrscheinlich auch die meisten von uns. Und da habe ich das Problem, ITRA und so weiter, was wir mit Sicherheit im Laufe des Abends noch mal ein bisschen weiter erläutern können. Ich bin da nicht so ganz, ich sage Vereine, klar, wenn es auch so geht um Nachwuchsförderung, dass ich dort ein bisschen aufgehoben bin und dass auch die Kinder auch dort auch hineinwachsen. Aber es darf natürlich nicht so viel Macht entstehen, weil für mich war immer das Besondere, warum ich auch jetzt zum Trailrunning gekommen bin, dass wir uns von den Leichtathleten, von der klassischen Leichtathletik unterscheiden und dass wir immer noch diese Freiheit haben, selbst zu bestimmen, wo wir laufen, wie schnell wir laufen, dass wir nicht diese festen Grenzen haben, die letztendlich in der klassischen Leichtathletik vorhanden sind. Und deswegen bin ich immer mehr zum Trailrunning gekommen. Und aktuell sehe ich die Entwicklung so, dass wir uns immer mehr in die Richtung der klassischen Leichtathletik bewegen. Und das ist genau das Problem, was ich sehe. Und das sehe ich ein bisschen skeptisch. Ich stelle nicht die Verbände und Vereine in Frage, sondern ich stelle nur die Macht von Vereinen und Verbänden in Frage. Vielen Dank, Javisch. Wir lassen uns einfach mal direkt die Frage zu. Bitte schön. Ja, ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Detlef Gumpmann. Ich bin zum dritten Mal jetzt hier dabei. Ich nehme das Mikrofon. Ich bin zum dritten Mal dabei. Bin schon in relativ hohen Alter, im Alter, das heißt über 60, und habe Trailrunning schätzen und kennengelernt. Zu beiden will ich mal was sagen, eben in der Richtung Vereine. Ich bin selbst ein Verein. Organisiere selbst 5 Laufveranstaltungen im Jahr und bin im Rhein-Main-Gebiet übrigens ansässig eben halt. Und da kennt man die TGMS bei Hügesheim sehr gut, eben weil da jetzt Spitzenzeiten gelaufen werden. Und war auch in den letzten Jahren am runden Tisch beteiligt mit dem Prokop zusammen, gerade die Diskussion stadionare, stadionferne Veranstaltungen. Ich spreche mal einfach den Läufer-Euro an eben halt. Und hier, wenn man das die Entwicklung sieht eben hat, muss ich ganz offen sagen, ich gehe lieber aufs Trailrunning. Aus dem Grund heraus, ich bin hier in einem freien Umfeld bei der ganzen Sache, kann mich ganz anders da ausleben. Ich kann sagen, ich kämpfe gegen mich, gegen andere. Ich kann aber sagen, ich genieße die Freiheit eben halt und habe ein ganz anderes Läuferumfeld hier bei der Trailrunning-Szene. Der Geschäftsführer von Plan B zum Beispiel, ich laufe sehr gern bei Plan B mit eben halt, weil die Organisation, das war immer so ein Punkt eben halt, wir brauchen nicht mehr Veranstaltungen, wir haben gute Veranstaltungen, nur die müssen gut bleiben. Und ich war hier schon bei der ersten Veranstaltung gewesen, da waren andere Veranstalter da gewesen, und da war ich auch schon Wörthersee mitgelaufen, dann muss ich sagen, hat mir nicht so gefallen gehabt. Aber das ist meine persönliche Einschätzung gewesen. Hier sah Sicherheit muss im Vordergrund stehen, es muss einfach die Betreuung im Vordergrund stehen, der Verein ist als Sprungbrett zu sehen, aber ich brauche keinen Trailrunning-Verein, ich brauche keine Trailrunning-Organisation eben halt. Wenn einer Spaß am Laufen hat, dann soll er laufen. Und wenn er sagt, eben halt, ich will in den Gebirge laufen, dann soll er das tun. Aber ich brauche jetzt nicht noch eine Organisation mehr. Und da möchte gleich Josef mal was zu sagen. Erstmal vielen Dank für den Kommentar und Josef, bitteschön. Ja, ich glaube, der
die ganze Problematik hier in dieser Diskussion ist, dass der Bedarf an Trailrunning nicht von den Vereinen ausgegangen ist, sondern ein Bedarf der Menschen war und unkontrolliert irgendwo wichtig geworden ist. Und irgendwo, ich sehe es bei uns in Südtirol, in Italien, die Verbände wissen nicht, wie umgehen damit. Denn sie haben eben eine Regel, sie haben eben eine klare Linie, was sie bis jetzt 100 Jahre schon gemacht haben. Und jetzt kommt dieses Trailrunning. Die Menschen, die frei irgendwo in der Natur laufen wollen, Erlebnisse haben wollen. Und vorher, ich war auch Marathon, Stadtmarathonläufer, irgendwann ist das halt genug. Und dann hat man die Natur entdeckt und sagt, toll, ich kann individuell, ich kann mit einer Gruppe, ich kann mit einer Organisation. Und wir als Veranstalter müssen jetzt den Bedarf dieser Menschen versuchen zu decken. Und Bedarf ist für uns in erster Linie Sicherheit geben, wenn wir etwas veranstalten, dass jeder Teilnehmer auch, also wie in einem Verein, sich sicher fühlt und weiß, das ist gut organisiert, das ist mit Qualität organisiert, und ich glaube, das ist das Wesentliche. Ob dann jemand da im Verein ist oder nicht, auch wir werden durchaus angesprochen, tretet den Verein an, dann die wissen nicht, wie der Verband, dürfen wir bis 100 Kilometer das genehmen oder bis 110 oder bis 80, also Riesenproblematiken, auch weltweit, wenn wir da sehen, wenn wir die dran sprechen, also da gibt es riesen Unstimmigkeiten, aber ich glaube, abgesehen von denen, die Verbände können das seit Jahrzehnten diskutieren, wir organisieren, wir versuchen den Menschen, die sich bei uns anmelden, ein Top-Event zu organisieren, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen und am Ende sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute wollen, so wie ich auch aus dem komme. Und ich weiß, das ist mein Wunsch, und diesen Wunsch möchten wir allen Athleten und Athletinnen dann mit einer solchen Veranstaltung bieten. Ich würde das Thema Verbände jetzt an dieser Stelle erstmal abschließen. Das heißt, wenn da noch Fragen dazu sind, gerne am Ende der Podiumsdiskussion, dann gehe ich gerne nochmal mit dem Mikro rum. Ich möchte jetzt auf die Veranstaltung zu sprechen kommen. Christopher, du hast ja gerade das Ganze unter psychologischen Aspekten schneller, höher, weiter einfach mal ein wenig erläutert. Was denkst du denn, welche Herausforderungen siehst du für Veranstalter solcher Events, dem Ganzen gerecht zu werden, höher, schneller, weiter? Weil irgendwo ist ja auch eine Grenze für so einen Veranstalter. Ja, also ich bin ja mehr auf der Seite, Athleten zu coachen, aber so wie man es da gesehen hat bei den Podiumsteilnehmern, es geht immer darum, die Bedürfnisse der Athleten, Athletinnen abzudecken, und die werden sich sicherlich mit der Zeit auch verändern. Also ich habe das erlebt im Snowboarden, wo wir ähnliche Diskussionen hatten, wir hatten in Tirol im Freien Ademitz, der diese Sportart begründet hat, wo es auch um Freiheit und all das gegangen ist. Und ich glaube, es ist möglich, das in einer professionellen Form zu machen. Man wird da viele Athleten geben, die das gerne abdecken wollen. Das heißt, es wird sicherlich mehr Wettkämpfe geben, Wertungen, all das. Aber gleichzeitig eben das beizubehalten, was ja viele so anzieht. Ich glaube, das ist sicherlich die Herausforderung. Wir haben das in anderen Sportarten schon gesehen, Sportklettern, Snowboarden. Ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Sportart sich auch über die Jahre so entwickeln wird. Kann vielleicht auch Hanni mal sagen, was sich vielleicht verändert hat und wo die Reise hingeht aus Sicht von Plan B. Was habt ihr vor? Was verändert sich vielleicht auch? Also ich glaube nicht, dass die meisten Veranstalter der Meinung sind, das muss immer schneller, höher, weitergehen. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist. Ich glaube, der Anspruch ist von den Veranstaltern, dass man irgendwie für jede Gruppe ein Angebot hat. Bei einem Ultra Trail sollte natürlich irgendwie ein 100-Kilometer-Lauf dabei sein, aber das ist für die Spitze der Pyramide. Wir leben im Grunde genommen als Veranstalter schon ganz stark von den Leuten, die da reinschnuppern, die das mal ausprobieren wollen und die sich dann im Prinzip über kleinere Strecken an die Großen herantasten. Und das Angebot, glaube ich, muss geschaffen werden. Und da sind wir, finde ich, zumindest alle, die hier sind, auf einem richtig guten Weg. Und wenn ich sehe, was das Pitztal hier macht, und ich bin wirklich in vielen Regionen unterwegs, Hut ab, Gerhard, was ihr habt ein gesamtes Konzept daraus gemacht, auch mit diesem Parcours jetzt da draus. Ich glaube, da muss die Reise hingehen, dass wir in der Lage sind, in Destinationen einfach ein gesamtes Angebot zu schaffen. Der Event ist gut, promotet die Sportart, die Athleten haben die Möglichkeit, irgendwie mitzulaufen, aber es muss drumherum was passieren, und das ist echt vorbildlich hier. Ich glaube nicht, dass wir viel ändern müssen, wir müssen ein bisschen. Josef, du organisierst den Südtirol Ultra Sky Race.
Vielleicht magst du mal kurz erläutern, was für ein Mammutprojekt das ist. Wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viele Personen da über das ganze Jahr dran arbeiten, dass dieses Event perfekt umgesetzt wird. Ja, momentan ist es, um noch zurückzukommen zum Plan B, also es geht ums Angebot und man muss sich ein Konzept erstellen. Man muss nicht schwieriger, höher, gefährlicher, sondern einfach für wen. Man kann sich Grenzen setzen und wir unter 30 Kilometer gehen wir nicht, ja, sagen über 100 gehen wir nicht. Also das muss jede Region für sich und wie auch das Gelände ist, dann für sich entscheiden. Das noch dazu. So ein Event für uns läuft ja jetzt 365 Tage, also wir sind jetzt 5 Tage nach dem Rennen. Ich habe schon 5 Tage daran gearbeitet, am 2018. Und wir alle, also das ist nicht ohne. Es sind 120 Kilometer zu bewältigen. Wir haben 3 Läufe, 121 Kilometer, 69 Kilometer, 42 Marathondistanz. Und jetzt nächstes Jahr kommt der Abschluss mit einem 26 Kilometer. Dann ist unser Konzept abgeschlossen und bei dem belassen wir es. Wir werden auch die Teilnehmerzahl stark begrenzen, damit es familiär bleibt, damit es nicht ein Durchlaufgeschichte wird. Ich habe das erlebt in Berlin. Letztes Mal habe ich gesagt, ich komme nie wieder daher, denn das ist nur noch ein Abwinken von irgendetwas, sondern wir möchten unsere Charakter in unserer Veranstaltung präsentieren und den beibehalten. Bei uns ist natürlich schwieriges Gelände. Wir sind schon bekannt jetzt als technisch schwierigster Lauf, den es gibt. So sagen die Athleten, nicht wir. Und das natürlich. Wir haben 100 Bergrettungsleute, die auf der Strecke sind, diese 3 Tage. Wir haben 500 freiwillige Helfer, die praktisch diese 3 Tage arbeiten. Das Organisationskomitee mit 20 Personen und die Teamleiter mit nochmals 30 Personen. Und wir haben ca. 15 Versorgungsstationen. Also da ist schon was los in der letzten Woche vor dem Rennen. Und das alles auf freiwilliger Basis. Und das ist auch unser Konzept. Nur gemeinsam schaffen wir etwas. Und gemeinsam meinen wir nicht nur uns als Veranstalter, sondern auch gemeinsam mit Athleten und Athletinnen. Und wir nehmen die ganzen Feedbacks sehr, sehr ernst. Wir hatten die ersten 3 Jahre nur Arbeit, die Kritiken aufzuarbeiten, die von den Athleten kommen. Denn das ist unsere Hauptaufgabe. Sonst brauchen wir es ja nicht machen. Wir müssen es nicht machen. Sondern wichtig ist, dass sich die Athleten wohlfühlen. Und es ist ein Riesenaufwand, abgesehen davon von bei uns öffentliche Lizenzen und die ganze Platzbesetzung, die ganzen Durchgänge, die ganzen Almen, die privat sind und bis man da jeden irgendwo gefragt hat. Also ist ein Riesending und jedes Jahr kommt wieder irgendein Bauer und er sagt, aber mich habt ihr nicht gefragt, ob ihr diesen Gatterlauf machen dürft. Und das sind also die kleinen lokalen Probleme und Kirchturmpolitik. Aber wir laufen über 10 Gemeindegebiete, das ist auch noch was. Und was toll ist, durch unsere Organisation ist erstmals, hat sich die Bergrettung Südtirol, da gibt es eben Bezirke, mussten sich 3 Bezirke zusammenschließen, um diese Woche den ganzen Ablauf zu sichern. Und das ist auch schon eine tolle Geschichte, eine tolle, wie ich immer sage, eine tolle Wir-Geschichte. Dankeschön. Martin, 23 Jahre im Leistungssport. Was würdest du sagen, wie hat sich die Szene aus deiner Sicht verändert? Gut, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Also ich habe als Straßen- und Bahnläufer angefangen, habe die Entwicklung genommen. Es wurde immer extremer. Ich meine, das ist genau das, diese Entwicklung, die bei den Extremläufern stattfindet. Ich habe im Jugend- und Schülerbereich angefangen, bin dann langsam über den Marathon hin zum Berglauf und die Strecken wurden dann immer länger und immer trailiger und die Herausforderungen immer größer. Also bei mir ist es so, was wir auch schon gesagt, festgestellt haben, es ist ja so, jeder hat ja sein Erlebnis oder seine persönliche Herausforderung. Das heißt ja nicht, was mir wichtig ist, ist halt, man muss jetzt nicht ultra rennen. Nur weil ich bin jetzt in den letzten Jahren auf die langen Distanzen gegangen. Das heißt ja nicht, dass man glücklich wird oder dass man nur dann Erlebnisse hat, wenn man jetzt 100 Kilometer läuft. Oder dieses Erlebnis kann man genauso auf den 25 Kilometer, auf 15 Kilometern haben. Und das ist ja auch die Entwicklung die letzten Jahre. Also ich meine, ich habe jetzt, je mehr Erfahrung man hat, umso erfahrener wird man auf den Strecken. Und dann ist es einfach so, dass man dann auch, natürlich, man stellt sich immer neuen Herausforderungen. Man ist natürlich schon so ein bisschen süchtig danach, jetzt
wenn man die eine Strecke gepackt hat, dann nochmal einen draufzulegen. Die Entwicklung im Trailrunning-Sport ist halt so, gut, wie ich schon angesprochen habe, es geht momentan zum Teil in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach. Was auch bedenklich ist, was ich entwickelt habe, dass halt, ja, dass sehr viele Leute auch versuchen, auf die Ultradistanzen zu gehen und unzureichend vorbereitet sind. Da kann man jetzt auch darüber diskutieren, wie hoch die Ausfallquoten sind und so. Also das will ich halt auch jetzt vermitteln, dass man einfach, man muss nicht quasi, um jetzt dieses Erlebnis zu haben, wirklich 100 Kilometer zu laufen, also muss ich diese Strecke ja erstmal vorbereiten. Man braucht jahrelange Erfahrung und das wird, glaube ich, momentan, habe ich da schon an manchen Stellen so eine Entwicklung festgestellt, dass sehr viele so ein bisschen leichtsinnig auf die Strecken gehen. Und das will ich eigentlich auch rüberbringen, dass die Leute sich wirklich ausreichend vorbereiten und sich wirklich, wir bewegen uns ja wirklich in gefährlichem Gelände auch. Erstmal eine lange Distanz, dann man wird unkonzentrierter letztendlich, je länger man unterwegs ist. Und deswegen, das muss man sich schon vor Augen führen, das ist mir schon wichtig, dass die Leute jetzt auch kapieren, was da abgeht, wenn so eine lange Strecke mit 6.700 Höhenmetern bevorsteht. Das ist jetzt die Entwicklung, die ich schon in den letzten Jahren gesehen habe, die so ein bisschen gefährlich wird, wo ich so ein bisschen denke, ja, es muss ja nicht jeder 100 Kilometer rennen, ne, um jetzt da glücklich zu sein. Ja. Robert, du hast gerade über den Einfluss der Verbände schon ganz viel gehört und du hast auch von Kerstin schon gehört, wie sie zum Trailrunning gekommen ist. Was würdest du sagen, aus journalistischer Sicht, hat sich das Trailrunning die letzten Jahre verändert? Wie ist die Resonanz auf deinen Blog zum Beispiel auch? Du kriegst ja auch sicherlich viel Feedback von den Leserinnen und Lesern. Also verändert hat sich in der Richtung, also ich mache das jetzt seit 2012, glaube ich, und es bekommt immer mehr Resonanz bzw. Anerkennung auch. Früher, da war das so eher diese Verrückten, die über den Berg joggen. Und langsam haben es auch so diese aktiv laufen oder laufen.de und wie die alle heißen, Runners World, doch begriffen, das ist auch Sport, das ist auch Laufen. Und das kommt immer mehr. Und das war jetzt interessant, vor zwei Monaten oder vor einem Monat war in Friedrichshafen, da hat Runners World auch so eine Art Trail-Symposium gemacht zu dem Thema. Und da hat man schon gemerkt, die Begrifflichkeit oder was wirklich Trailrunning ausmacht, ist dann auch weit weg von dem, was es wirklich für uns ist, also die es wirklich machen. Und die Entwicklung ist positiv, weil es mehr berichtet wird, aber da ist noch eine ganze Menge vorzubearbeiten. Und diese Eingangsfrage, da würde ich auch noch gerne was zu sagen. Also zu diesem, ich denke, was die Veranstaltungen brauchen. Also jeder, der auf eine Veranstaltung geht, der hierher kommt, der zur Zugspitze fährt, der nach Südtirol fährt, der weiß, was ihn als Läufer erwartet. Was man aber wirklich noch mehr reinholen muss, ist nicht nur die Presse, also die Journalisten, dass die verstehen, worum es da geht. Also nicht, dass sie nach 10 Stunden jemanden sehen, der ins Ziel reinläuft, sondern dass er auch weiß, was der da zwischendurch erlebt hat. Sondern dass man auch die Zuschauer irgendwo auf die Strecke mitbringt. Deswegen finde ich es hier zum Beispiel auch gut, dass die Zuschauer wissen, wann kommt wo, wer wann lang. Wo sind gute Zuschauerpunkte, an der Zugspitze gibt es das auch. Diesen Zuschauerguide. Also ich denke, da geht es hin, dass nicht nur der Läufer im Fokus ist, sondern auch die mit ringsrum sind. Und das Thema schneller, höher, weiter, kriegst du auch mit, dass da ein Bedarf ist von den Leserinnen und Lesern, dass sie sich wünschen, dass es noch mehr ins Extreme geht? Oder sagst du, nein, da sind wir wirklich an so einem Punkt, dass für jeden schon was dabei ist? Ja gut, höher, schneller, weiter, das ist wie bei der Bild-Zeitung. es funktioniert. Also wenn ein Kilian irgendwo, also wenn man jetzt mal vom Video ausgeht, irgendwo runterrennt oder hochrennt und wo man sich so, da möchte ich noch nicht mal irgendwie festgekettet laufen oder so, dann ist das schon eindrücklich, aber es ist halt nicht die breite Masse. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer das vor uns gesagt hat, aber Trailrunning findet halt tatsächlich, ich glaube, Andi, du hast es, nicht nur im Hochalpinen statt und ich glaube, da muss einfach, ja. Jetzt fehlt mir das Wort. Egal. Wir haben heute schon das Thema ITRA angesprochen und da möchte ich jetzt auch ein bisschen den Fokus drauf lenken, weil das wahrscheinlich eines unserer Hauptthemen heute hier sein wird in der Podiumsdiskussion.
Thema Punktesystem. Haben Sie vielleicht mitbekommen, man kann bei einigen Läufen, bei Cup-Veranstaltungen teilnehmen und wenn ein Läufer beispielsweise bei 3 Läufen gewonnen hat, kann er diesen Cup gewinnen. Jetzt ist die Frage, ist sowas überhaupt reizvoll für den Läufer? Dann einfach mal das Mikro an die Läufer geben, gerne auch an Kerstin nochmal oder an Robert. Ist das reizvoll, wenn man hört, so, da gibt es 3 Veranstaltungen, wenn ich da mitmache? Und alle Läufe zum Cup dazugehören, kann man Cup-Sieger werden. Ja, für Martin ist es sicherlich reizvoll, oder? Nein, gar nicht. Gar nicht? Also überhaupt nicht. Okay. Also Cups spielen für mich überhaupt keine Rolle. Also ich, es ist so, ich wähle meine Läufe, meine Wettkämpfe im Jahr. Die wähle ich dann aus nach den Erlebniswerten. Also die wähle ich nicht aus, weil ich meine, jeder Läufer hat ja nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Anzahl im Jahr, wo er laufen kann, wo er sich vorbereiten kann. Und ich gucke, wo ist am schönsten, wo war ich vielleicht noch nicht, wo würde ich gern laufen. Und ich lasse mich nicht beeinflussen jetzt von Cup-Veranstaltungen. Und wir werden wahrscheinlich gleich noch so kommen, aber ich lasse mich auch nicht von irgendwelchen Punkten irgendwie leiten, dass ich jetzt sage, da gibt es mehr Punkte als dort und ich will jetzt dort in der Punktewertung ganz vorne landen, gar nicht. Also mir geht es wirklich darum, natürlich will ich dann bei den einzelnen Wettkämpfen natürlich das Bestmögliche erreichen, bestmöglich rausholen, aber Cup-Veranstaltungen sind für mich als Läufer uninteressant. Matthias, wie siehst du das? Ja, also ich sehe das Punktesystem an sich für Veranstalter gut, weil man damit in etwa überprüfen kann, auf welchem Level Teilnehmer sind und sich jetzt nicht für einen schwierigen Lauf, ich bin selbst Mitveranstalter und Großglockner unter Freunden, sich für einen schwierigen Lauf anzumelden, obwohl man vorher noch so gut wie nichts gemacht hat. Da finde ich es gut. Ansonsten finde ich die Punkte von den Teilnehmern teilweise etwas zu überbewertet, weil sich teilweise die Leute für hohe Punkte interessieren, aber das Level jetzt für UTMB noch lange nicht erreicht haben und da müsste man mal unten anfangen und sich das aufzubauen, dass man überhaupt so einen Lauf machen kann und jetzt nicht die Punkte in den Vordergrund stellen. Aber ich finde das Punktesystem, wie gesagt, gut aus veranstalterischer Sicht, weil man in etwa abschätzen kann, welche Leute auch tatsächlich am Start stehen. Das heißt, eine Zeit würde nicht reichen, wenn ich sage, ich bin so und so viele Kilometer in der Zeit gelaufen, würde für dich nicht reichen. Für dich sind Punkte dann relevant. Kilometer und Zeit sind komplett unterschiedliche Sachen. Also man muss das aufs Gelände umlegen. Ja, klar. Und wenn ich das jetzt vom Wandern her mal herleite, in Alaska geht man für einen Kilometer 1,5 Stunden und in den USA auf einem gebügelten Trail kann ich, 5 Kilometer oder mehr sogar in der Stunde machen. Also Zeit ist irrelevant und da finde ich schon gut, dass man es anhand von Punkten in etwa vergleichen kann, weil sonst einfach Leute auf zu schwierigen Strecken unterwegs sind und das nicht nur für die Teilnehmer selbst gefährlich ist, sondern auch für alle, die drumherum arbeiten, vor allem für Bergrettung und keiner will da Risiko davon tragen. Soll ja Spaß machen und nicht in einem Ernstfall enden, was auch schon vorgekommen ist und was man natürlich vermeiden sollte. Josef, du wolltest auch mal was dazu sagen. Ja, ganz kurz. Die Punktevergabe für einen Veranstalter ist sicher ein Kriterium, was sicher hilfreich ist. Die Frage stellt sich aber, wie bewerte ich bestimmte Punkte, wie bewerte ich ein Rennen? Da muss man auch mal hinterfragen, wieso bekommt dieses Rennen 2 Punkte und dieses andere 6? Also da sehe ich die große Problematik, dass in der Zwischenzeit diese Hunderte von Rennen, die dazugekommen sind, und wo vielleicht die Punkterichter, wo die Punkte vergeben, gar nicht wissen, wo und wie das abläuft. Also warum bekommt dieses Rennen 3 und dieses 2, da kann man oft nicht den Unterschied feststellen. Und da gibt es schon Problematiken. Also wir sind Punktelieferant, aber ist jetzt nicht für uns als Veranstalter, glaube ich nicht, dass es so wichtig ist. Die Athleten müssen da selber entscheiden, wie wichtig die Punkte sind. Ich frage gleich auch noch die anderen Veranstalter, aber erstmal möchte ich nochmal Kerstin zu Wort kommen lassen, denn die kann vielleicht aus Läufersicht nochmal ganz kurz sagen, ob sie das überhaupt reizt. Also ich hätte da auch gerne noch eine Frage an euch zu dem Thema, weil ihr da einfach viel, viel tiefer drin seid, als ich das bin, da ich erst seit 2 Jahren Trailrunning mache. Mich haben die Punkte auch natürlicherweise überhaupt noch nicht interessiert, weil ich einfach fasziniert war von verschiedenen Gegenden, die mich angesprochen haben und für mich war dann klar, ich möchte da sehr gerne mal laufen und wie kann ich dort gut organisiert laufen, eben indem ich mir einen Wettkampf aussuche. Und
Das andere Thema ist aber eben das, dass wir natürlich bei uns im Triathlonverein auch Triathleten haben, die in Hawaii waren oder gerne nach Hawaii möchten und da eben auch ein Qualifikationsthema haben. Und da haben wir natürlich dieses Thema Punkte auch schon mal diskutiert und da wurde mir dann auch die Frage gestellt, ja, warum ist das denn im Trailrunning, warum geht es denn nach Punkten und warum macht man das nicht wie beim Triathlon nach Altersklassen 7? Und ja, die Frage konnte ich natürlich nicht beantworten, von daher würde ich die ganz gerne mal in die Runde reinreichen und eure Meinung dazu hören. Gut, dann einfach das Mikro mal weitergeben. Josef kann da wahrscheinlich was zu sagen, vielleicht kann auch Martin was dazu sagen. Ich glaube, alle können da was zu sagen. Christopher weiß jetzt nicht. Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich muss sagen, auch nochmal auf die Cup-Punkte zurückzukommen. Ich habe es auch mal probiert, bei so einem Cup mitzumachen, weil es mich schon auch mal gereizt hat, muss ich sagen, weil es ja ähnlich am Weltcup dran ist, sagen wir mal, meiste Punkte zum Sammeln, danach den Cup zu gewinnen. Bin dann aber gleich mal drauf gekommen, so, puh, das macht einem aber ganz schön Stress, die Wettkämpfe einzusammeln und das ist eigentlich nach dem zweiten, hat man das dann wieder aufgehört und lassen, weil es einfach zu kompliziert war. Das mit den Altersklassen finde ich auch ein interessantes Konzept, muss ich jetzt sagen. Habe jetzt noch gar nicht groß drüber nachgedacht. aber ja, klar, wird natürlich auch für die einzelnen Altersschritte nochmal ein bisschen mehr Vergleichbarkeit schaffen, anstatt nur eine Wertung quasi zu haben, wo man drin ist. Gibt es ja noch drei Runden. In Form von. Möchtest du sonst noch jemand was dazu sagen vom Podium? So, Kerstin, Anmerkung. Warum, weshalb das so ist, wie es ist? Also, ich kann aus unserer Sicht sagen, ich glaube, dass die allermeisten Trailrunner nicht wegen der Punkte laufen. Punkte stelle ich an sich nicht in Frage im Sinne von, es ist eine gewisse Vergleichbarkeit da, es ist eine gewisse Sicherheit da, dass die Leute auch schon lange Strecken gelaufen sind. Aber die allermeisten laufen, weil sie eben Trailrunning machen wollen. Und der eine läuft langsamer, der andere läuft ein bisschen schneller, der eine läuft die 20 und der andere läuft die 100 Kilometer. Die allermeisten sind an den Punkten, glaube ich, nicht interessiert. Und das Problem an dem Punktesystem für mich ist eigentlich nicht, dass es das gibt, sondern dass es das eigentlich nur gibt für den UTMB. Und dass das bestimmt wird von den Veranstaltern vom UTMB, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Ich kenne die Leute sehr gut. Die machen einen fantastischen Job, muss man sagen. Ich glaube, wir alle profitieren vom UTMB. Das ist unser Leuchtturm-Event. Das ist ein saugeiler Event. Trotzdem muss man, finde ich, das ja nicht unbedingt mitmachen, was die einem vorgeben. Ja, wir sehen auch hier die Punkte, die man hier bekommen kann. 3 oder 5 Punkte oder sogar auch 2 Punkte. Ja, jetzt würde ich einfach mal interessehalber in die Runde fragen, für wen das denn hier wichtig ist. Einfach mal kurz melden, damit wir auch mal Feedback kriegen, für wen das wirklich wichtig ist. Jetzt sehe ich 2 oder ist das eine Frage? Nein, ich hätte auch eine Frage. Ach so, okay. Können wir das am Schluss machen? Dass wir da ein bisschen die Struktur halten. Ja, das können wir gerne am Schluss machen. Wir können da alle Themen nochmal aufgreifen. Ich habe jetzt 2, 3 Meldungen gesehen, so. Was sagt ihr dazu? Ist das das, was ihr eingeschätzt habt, dass hier bei 60 Personen 2, 3 dabei sind, die sagen, mir geht es auch um die Punkte? Bitte. Ich kann es aus unserer Erfahrung sagen, wir sind dieses Jahr nicht mehr dabei, beim Punktesystem, beim Zugversuchsentscheid nach unseren anderen Events. Ich denke, wir haben vielleicht 50 bis 70 Teilnehmer nicht mehr und dafür haben wir ja viele andere dazugewonnen. Also für uns hat es definitiv keine Auswirkungen. Also erstmal Glückwunsch zu der Entscheidung, finde ich super, weil diese Punkte, also ich bin absolut kein Fan davon, es geht bloß um den UTMB eigentlich, das deklassiert alle anderen Wettkämpfe zu irgendwelchen Wettkämpfen beziehungsweise Qualifikationsrennen und das finde ich einfach nur schade. Und wenn man sich mal, also wer vergibt die Punkte beziehungsweise anhand von was werden die eigentlich gemacht, wenn ich so drauf gucke, der Riffelsee K42 bekommt 3 Punkte ja. Und der Klasse 42 bekommt auch 3 Punkte. Ja, das ist klar. Die beiden sind ja noch. Ja, gut, noch die haben 5 Punkte, aber alleine schon die 2 Marathon-Distanzen kannst du nicht miteinander vergleichen. Aber die 85er mit der 100 wäre auch theoretisch. Genau. Mit also, der gleichen 5er-Zahl. Richtig. Warum soll ich 100 rennen, wenn ich die 5 kriege, wenn ich auch bei 85 die 5 kriege? Aber alleine schon, ich meine, ich kenne beide Strecken.
Und wenn es jetzt so ein schönes Wetter ist wie heute, dann ist er vielleicht 3 Punkte. Wenn das aber jetzt so ein Schlammwetter wird wie letztes Jahr, dann hat er 5 Punkte. Also deswegen, also ich finde die Vergleichbarkeit einfach an der Stelle nicht gegeben und daher also überhaupt kein Fan. Also da finde ich dieses Ranking-System, so wie es die Ultra Trail World Tour macht, dass man quasi wie so eine Liga hat quasi, also für bestimmte Events Punkte bekommt und dann hat man auch diese Vergleichbarkeit einfach viel, viel besser als jetzt nur, dass man einen Lauf qualifiziert nach bestimmten Punkten oder so. Heidi, ihr verzichtet ja auf die ITRA-Punkte, du hast es eben schon angesprochen. Habt ihr das schon immer gemacht oder gab es irgendwann die Entscheidung, du hast ja jetzt gesagt, jetzt sind 70 Personen weniger, also habt ihr vorher die ITRA-Punkte gehabt, gehe ich davon aus. Wieso diese Entscheidung und glaubst du auch langfristig, das ist schon fast eine rhetorische Frage, dass diese Entscheidung richtig war? Bitte schön. Ich sage, ich kann immer nur für uns sprechen. Wir haben ITRA-Punkte vergeben, weil es jeder gemacht hat. Das war einfach so. Es kam, in unserem Fall kam sicherlich auch dazu, dass die UTMB hat sich ein Trademark eintragen lassen. Das Wort Ultra Trail ist als Trademark eingetragen. Und du müsstest jetzt einen Vertrag mit ihnen unterschreiben, dass du anerkennst, dass das ihre Marke ist und dass sie von dir fordern können, dass du deinen Event anders nennst. Also ich müsste Zugspitz Ultra Trail dann nennen, Zugspitz Ultra. Ich bin kein Patentanwalt, ich glaube, dass das nicht durchgehen würde, wenn es ernst werden würde, weil es ein beschreibender Begriff ist. Wie beschreibe ich die Veranstaltung hier? Ultra Trail. Oder wie würde ich das sonst beschreiben? Das ist ein Ultra Trail, das ist ein beschreibender Begriff. Das hat für uns dann einfach zur Folge gehabt, dass wir diese Verträge nicht unterschrieben haben und dass wir dann aus dem System ausgestiegen sind. Und das Paradoxe ist ja eigentlich, und die Idee ist ja genial, jeder Veranstalter bringt Teilnehmer zum UTMB und zahlt auch noch dafür. Das ist echt genial. Ich hätte diese Idee selber gerne gehabt. Das ist legitim. Also ich bin ja auch nicht böse. Ich sehe das völlig emotionslos. Das ist eine super gutes Konzept. Wir machen es nicht mehr mit. Und ich kann nur sagen, wir hatten nicht viel Teilnehmer weniger. Wie ist das denn bei den Sportlern? Messen Sie sich wirklich an den Punkten? Alle, die schon mal ein paar Punkte gesammelt haben, sprechen wir aus dem Nähkästchen. Ist euch das irrelevant oder sagt ihr ja, ich vergleiche mich da mit Leuten in meiner Klasse, in meiner Liga? Es geht jetzt um die ITRA-Punkte, die man kriegt. Ja, man schaut natürlich schon mal rein ins System. Es ist natürlich schon interessant, was man da so kriegt. Ganz nachvollziehen kann man es nicht immer. Und es ist halt eine Zahl, die dann dasteht. Ja, groß anfangen, damit kann man auch was nicht. Wobei manche jetzt ja schon auf die Punkte auch wieder zurückgreifen, gerade wenn es um Weltmeisterschaftsnominierungen geht zum Beispiel. Da wird dann mal kurz reingeschaut, oh, wie viele Punkte hat er denn und kann der jetzt mitfahren oder nicht. Kann man natürlich auch kritisch sehen. Ja. Ich würde auch das von Herrn unterstützen. Die hat eine super Marketingstrategie, UTMB, und alle Veranstalter arbeiten für sie mit. Das ist so und da kann man damit umgehen, wie man möchte. Ich glaube, die Punkte sind für eine Gruppe von Sportlern, die vielleicht die wollen irgendwo hinkommen, die wollen sich sehen lassen, für die ist es wichtig und die sollten es annehmen und andere können damit machen, was sie wollen. Ich glaube, genau das ist das Trailrunning, die Freiheit, die wir in der Natur haben, können wir auch hier anwenden und wer es braucht, soll es nehmen und wer es nicht braucht, den interessiert es eh nicht. Könntet ihr euch dann vorstellen, dass es dieses Punktesystem in 5 oder 10 Jahren nicht mehr gibt? Dürfte auch noch nicht so einseitig. Nicht so einseitig. Weil wenn alle, wie Heidi, sagen, wir brauchen das nicht mehr und alle Veranstalter sagen, wir schaffen das ab, dann stehen die da alleine da, oder? Ich glaube schon, dass es weitergeben wird. Definitiv. Die lassen da nicht locker. Die ITRA, glaube ich, bekommt da auch immer mehr Einfluss. Dann sind wir wieder beim Verbandsthema. Ich fand Dan Stepman extrem gut. Du bist selber aus dem Verein. Ich finde, das ist alles gut. Sprungbrett ist wichtig, aber die meisten Trailer, die wollen Trail laufen. Auf selber oder auf Events, in Gruppen, im Verein oder in einem Lauftreff oder auch alleine. Dieses System wird wichtig, sicherlich für die Top-Sportler. Klar, das ist, wenn es irgendwelche offiziellen Weltmeisterschaften gibt oder es wird auch diskutiert über Olympische Spiele, dann kommt das automatisch ins Spiel. Das heißt, es wird immer über die
die Top, wie viel sind das dann vielleicht, 5%, für die ist es wichtig und für die alle anderen, und von allen anderen, das sind die Leute, die zu uns kommen und die für uns wichtig sind, spielt das, glaube ich, keine Rolle. Wie sieht das denn aus mit Sponsoren? Haben Sponsoren auch Interesse, dass es bei der Veranstaltung diese Punkte gibt? Martin, gerne. Würde ich was sagen für, ich kann für Salomon sprechen, die haben mit Sicherheit kein Interesse, dass es Punkte gibt. Also kann ich, denke ich mal, sagen, dass es, also ob jemand ins Team kommt oder ob Salomon jetzt sagt, hier, das spielt für Salomon überhaupt keine Rolle, ob es Punkte gibt oder nicht. Also was ich auch noch sagen kann, einfach nur zu der Frage jetzt mit den Punkten. Ich verstehe halt nicht, wie sich ein Veranstalter oder wie sich jetzt ein Veranstalter wie der UTMB das Monopol herausnimmt, hier ein System aufzubauen und ja, sowas durchzusetzen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man, natürlich wird man jetzt dazu übergehen, man ist schon dazu übergegangen, anhand von Punkten Weltmeisterschaftsqualifikationen durchzuführen. Das hat man bei uns in Deutschland auch gemacht. Ich kann es nicht verstehen, weil ich kann an Punkten nicht festmachen, ob das ein guter Läufer ist, der auf der Strecke, jetzt die für die Weltmeisterschaft interessant sind, der Beste ist für unser Team und der das gut abschneiden kann. Weil an Punkten kann ich es nicht festmachen. Ich finde es total irre, so eine Nominierung anhand von einem Punktesystem, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sowas zu machen. Also ist für mich völlig irre und ich kann nicht verstehen, dass man sich so ein Monopol herausnimmt. Ich meine, das wurde vorhin auch angesprochen bei Hawaii und Ironman, das ist genau die gleiche Geschichte. Ich meine, da geht es auch, um Monopolstellung, da geht es um die Sicherung des Wortes Ironman, dass es auch gesichert ist. Ich meine, wie irre sind wir, dass wir jetzt halt uns jetzt schon auf so einem Level bewegen. Ne? Also deswegen, ich bin ein ganz großer Gegner davon und ja, ich kann es also gar nicht verstehen, wie man, und dann noch auch ein Statement zum UTMB, muss man einmal im Leben unbedingt, ist der UTMB, ist das das Mekka der Trailläufer oder muss man den UTMB laufen, um ein richtiger Trailläufer zu sein? Nein, muss man nicht. Also ich denke, man kann überall Trail laufen und es kann auch sein, dass ich irgendwann mal im Leben im UTMB laufe, aber das mache ich jetzt nicht, weil jeder dort läuft, sondern weil ich sage, okay, das ist eine schöne Landschaft um den Mont Blanc rum, aber das mache ich nicht, weil es der UTMB ist. Deswegen, ich kann nicht verstehen, dass so ein Riesenhype um dieses eine Event gemacht wird, aber ist ja auch gar nicht so schwer. Also es gibt mit Sicherheit schwerere Events als der UTMB. Die Langstrecke ist mit Sicherheit noch die leichtere Strecke von allen. Ja. Daniel, du hattest ja gerade eben auch gesagt, du guckst dann mal, wer wie viele Punkte hat. Wenn es jetzt eine Schlechtwettervariante gibt und es weniger Punkte gibt, würdest du sagen, jetzt aus Veranstaltersicht, nicht aus Läufersicht, dass der Veranstalter und die ganze Veranstaltung ein wenig auch unter Druck gerät? Nein, das würde ich nicht sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das Schlechtwetter, sollte dann eher mehr Punkte geben, oder? Und die Strecke dann wir haben im Vorfeld, da kann Gerhard gerne was zu sagen. Wir haben das ja im Vorfeld schon besprochen. Also die Frage ist deshalb aufgekommen, weil wir letztes Jahr eine kürzere Distanz laufen haben müssen aufgrund von Schneefall. Und dann haben wir nur 4 Punkte vergeben und dann kommen Läufer, die 5 Punkte brauchen für den UTMB. Im Nachhinein kann man es eh nicht mehr ändern. Wir haben dann logiert und er hat dann 5 Punkte gekriegt, warum auch immer. Also es ist alles möglich bei Linda. Und das Problem ist nur, wenn du davor beim Race Briefing sagst, es gibt nur noch 3 Punkte und es kommen 15 Italiener, fanatisch, Spanier, Franzosen zu dir und sagen sie, wir wollen 5 Punkte, sonst starten wir nicht. Und du hast aber eigentlich eine Lawine oder eine Mure, so wie wir jetzt da in Pitztal gehabt haben letzte Woche, du kannst ja gewissen Streckenabschnitte nicht laufen. Dann hast du eigentlich ein Problem, weil die machen schon Druck auf dich als Veranstalter. Ich meine, sicher, die Sicherheit geht vor, aber ich sehe das schon kritisch und wie der Robert gesagt hat, eigentlich müsste es Schlechtwetter mehr geben und auch wer bei uns da den 100er mitläuft, im Schnitt auf 2600 Meter, der höchste Punkt auf 3,1, die 5 Punkte bei Schlechtwetter sind eigentlich eine Schande für den Lauf, weil es müsste Zähne geben, wer das schafft und überlebt. Ja. Hat sich die vorgenommen von euch? Viel Spaß. Ja, wolltest du dazu noch was sagen? Ja, also dann bin ich bei dir. Die Problematik ist mir auch schon untergekommen, gerade mit der Punkte, dass dann mal jemand gesagt hat, so, oh, ja, jetzt wird es dann aber doch knapp mit der Quali für den UTMB. Ich war jetzt eher bei den Nitra-Punkten, weil die ja auch vom Wetter her dann abhängig sind und vom Endergebnis dann verglichen werden. Und da werden ja dann die Punkte anders vergeben. Ich würde jetzt gerne die Fragerunde auch an euch eröffnen. Ganz kurz möchte ich aber nochmal ganz einen Überblick geben, was wir alles jetzt hier besprochen haben, damit ihr auch nochmal Inspiration für Fragen bekommt. Also ein wichtiges Thema ist das Thema Verbände und da gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Grundsätzlich habe ich rausgehört, eine Struktur ist natürlich nett, das bringt ein Verband mit. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz klare Kritik, weil eben Trailrunning unter dem Aspekt Freiheit
steht und eben es nicht so viel Struktur geben soll, sondern das Ganze soll natürlich eher grenzenlos sein. Zweiter wichtiger Aspekt, den wir heute besprochen haben, wie kann man die Läuferinnen und Läufer motivieren zum Trailrunning, welche Möglichkeiten gibt es da noch? Ich würde auch sagen, diese Parcours-Geschichte, die wir heute hier im Video gesehen haben, ist ja auch schon mal eine Motivation für jemanden, der einsteigen kann. Vielleicht kannst du ihn bestätigen, wenn man sowas sieht, hat man Lust, sich einfach mal auszuprobieren und vielleicht so auch den Zugang zum Trailrunning zu bekommen. Ja, und ITRA, da sind wir uns, glaube ich, alle einig gewesen, dass das... Ich will jetzt nicht sagen, abgeschafft werden soll, aber das Punktesystem, da sind wir auf jeden Fall, dem stehen wir skeptisch gegenüber und sagen, finden wir nicht gut im Bereich Trailrunning, weil dort eben der Fokus ganz anders woanders liegt und man einfach auch viele Rennen nicht beurteilen kann oder vergleichen kann. Martin hat da ganz klare Position bezogen, vielen Dank auch nochmal dazu, und hat gesagt, er kann nicht sagen, ob das dann auf der und der Strecke beispielsweise denn ein guter Läufer für sein Team ist, um das mal so zusammenzufassen. Weil ja auch viele Faktoren wie Wetter und alles noch mit reinspielt. So, das sind so diese groben Themen, die wir heute angerissen haben. Jetzt dürft ihr euch gerne melden mit Fragen. Ich komme zu euch. Ihr dürft auch die Frage direkt an eine Person aus dem Podium richten oder auch offen an alle, wie ihr mögt. Jetzt erstmal schweigen. So, da kommt die erste Frage. Das war jetzt viel auf einmal. Bitteschön. Also ich habe eigentlich eine ganz andere Frage, und zwar, wie berechnet man die Cut-Zeiten? Ich habe schon viele Bergläufe gemacht und bei einigen waren die Cuts okay und bei anderen, beim Transalpin letztes Jahr, fand ich die Cut-Zeiten sehr, sehr eng. Also ich bin eine reine Freizeitläuferin und ich muss sagen, ich bin nur mit dem Auge auf der Uhr den Cut-Zeiten nachgelaufen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Deshalb die Fragen, wie berechnet man die? Denn die Kilometerdistanzen haben eigentlich nie gestimmt. Es waren immer mehr. Man hat die Cut-Zeiten dann verlängert. Wir Läufer waren auf der Strecke, haben das teilweise gar nicht erfahren, kamen dann an und dann hieß es auf einmal, ja, die Cut-Zeit wird verlängert, ihr könnt weitermachen. Ich habe dich gesehen und ich wusste, dass du diese Frage stellen wirst. Reine Tat. Es könnte viel kompetenter Auskunft geben, unser Streckenchef. Also die haben mir die Formel, glaube ich, 25 Mal erklärt. Ich kann sie nicht wirklich erklären, es gibt eine Zeitformel dafür, die wir auf Strecken, die wir kennen, anpassen an die gelaufenen Zeiten an diesen Kontrollstellen. So ist das System, die Strecke, die wir hier gelaufen sind, war das erste Mal. Also wir haben unsere Wegzeitformel genommen und die Wegzeitformel hat vielleicht nicht immer gepasst. Das wird für nächstes Jahr adaptiert. Trotzdem, du kannst mir glauben, tut mir für jeden leid, der rausgenommen wird. Wir sind trotzdem 100% strikt an den Kontrollstellen. Wenn es irgendwie heißt 15.00, ist 15.00, wir machen da einfach keine Kompromisse. Es geht um die Sicherheit der Teilnehmer. Die Formeln sind so berechnet, das ist ein etwas flotteres Wandertempo. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist wirklich so. Natürlich auf die Distanz gesehen ist es dann wiederum, kann man nicht rödeln, damit man es schafft. Aber auch das ist wichtig, dass wir die Leute so schnell wie möglich wieder aus dem Hochgebirge rausbekommen. Also das ist nicht, dass wir eine Ausfallquote generieren wollen, sondern wir machen das einfach auf einzig und allein aufgrund der Sicherheit der Teilnehmer. Weitere Fragen? Ja, ich komme zu dir. Hallo, Frage. Kann man sich beim Pitstar Ultra für den Western States qualifizieren? Weil ich weiß, beim Glockner Run und beim Mozart 100, da habe ich vor allem so Gera gehabt, weil da habe ich den 65er, bin ich kennt. Und dann bin ich später drauf gekommen über die Website von Western States, dass beim Ultra, Mozart Ultra, wenn ich da die 100 laufen wäre in 20 Stunden, und ich war da wirklich gut drauf, wo ich gesagt habe, das wäre eigentlich gegangen und hätte mich super qualifiziert gehabt für den Western State. Das ist jetzt irgendwie gar nicht mit Punkte vergeben, sondern da geht es um die Zeit. Und ist das, korreliert das irgendwie miteinander, dass man sagen kann, mit fünf UTMB-Punkte kann ich beim Western State, der was sehr renommierter Lauf in Amerika ist, die qualifizieren, oder wie ist das jetzt? Matthias. Ich habe beim Glockner für das Western States für den Qualifier eingesetzt, dass wir das machen. Und das hat eher was mit der Zeit zu tun, also nicht so mit den Punkten. Warum jetzt Pitstall sich nicht dafür eingesetzt hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber wahrscheinlich war es nicht so wichtig für die Veranstaltung. Sag jetzt einmal.
Aber ja, Best in States, ja. Man, es gibt Träume, man kann ihnen nachgehen, man sollte ihnen nachgehen. Man kommt ja erst einmal in der Losung hinein, das kann dann 7 Jahre dauern, bis man losgeht. Ja, also früh genug damit anfangen, sage ich. Eine Meldung? Hier hinten keine Meldung? Vorne weiter. Zu ITRA vielleicht noch ein Kommentar, Meldung? Nee, vielleicht auch nochmal eine Frage zu den Cut-Off-Zeiten. Und zwar würde mein Partner gerne hier laufen und er meinte, dass er wahrscheinlich am Anfang ein Problem hätte mit den Cut-Off-Zeiten über die Gesamtzeit, aber nicht. Ähnlich vielleicht beim Sky Race. Also wir waren letztes Wochenende da, aber er ist aus anderen Gründen raus. Und er hatte auch da das Gefühl, er hängt immer oder hat nur 2 Stunden Vorsprung gegenüber dieser Cut-Off-Zeit und hinten raus wurde das wieder einfacher. Also er ist aber auch ein Läufer, der über die lange Strecke richtig gut ist und da auch noch immer viele überholt. Und er, ich glaube, er hat mit der Gesamtzeit überhaupt kein Problem, aber am Anfang. Danke. Ja. Möchtest du, Josef, oder? Weil sie es gerade angesprochen hat, oder was mit dem Ausgang? Ja, also ganz kurz zu unseren Cut-Off-Zeiten. Wir haben einen neuralgischen Punkt, 20 Uhr Neuhofer Berg. Danach geht es in den Wald und es wird finster. Und da, wer da nicht da ist, der darf diese Strecke nicht mehr laufen, aus sicherheitstechnischen Gründen, weil es sind dann noch einmal 8 Kilometer Wald und wenn die Bergrettung da jemand suchen muss, dann sucht sie genauso lange, wie der für die Strecke braucht. Von da an wird zurückgerechnet bis zur ersten Schleife, zweiten Schleife und mit diesen Formeln, die auch wir haben oder Ergebnissen von anderen Jahren, sagen wir, wer da nicht da ist, schafft auch die 20 Uhr nicht an diesem neuralgischen Punkt. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die vielleicht am Schluss dann schneller werden und noch schneller abwärts laufen, aber es ist so steil und schwer, gerade der Kaunergrat und Mittelberger See hinunter, dass wir den Leuten, die diese Zeiten nicht schaffen, das nicht mehr zutrauen. Natürlich wird es Ausnahmen geben, aber da machen wir es wie der Heini, Stichzeit 20 Uhr fertig. Keine Ausnahme. Auch bei uns, die Cut-Zeiten werden nicht nur aus Zeitgründen berechnet, sondern auch aus Sicherheitsmaßnahmen. Und es gibt Strecken, wo man wirklich berechnet, aufgrund der Erfahrung, bis daher sollte ein Athlet hier sein, denn dann wird es wirklich schwierig und dann kommt Zeit und Nacht ins Spiel und Gefährlichkeit. Und bei uns ist dann immer noch, wir kennen es jedes Jahr, ein Unwetter. Und wer es da nicht schafft, der hängt mitten in diesem Wetter rein, bei Hagel und Blitz und Donner. Also das würde mir niemand wünschen. Und deswegen versuchen wir auch diese Zeiten irgendwo zu berechnen. Natürlich haben wir andere Strecken, wo wir sagen, da kann man wirklich ein bisschen lockerer sein, da können sie sich wieder ausruhen. Aber diese Zeiten müssen sie dort sein. Wir haben sogar seit 2 Jahren den Start 2 Stunden selber vorverlegt, um nicht die Cut-Zeiten zu kürzen. Und das hat geholfen. Und wir versuchen wirklich die Zeiten, jeder Veranstalter versucht Zeiten zu organisieren, dass die Athleten ankommen. Aber dafür gibt es auch andere Läufe, wo man dann wieder viel großzügiger ist. Und da wollen wir zum Beispiel bei 69 Kilometer, beim Marathon, da haben wir 99% Ankünfte, 97%. Da geht ein anderer hin, da sind wir maximal auf 2000 Meter. Wenn wir von 3000 Meter reden und Gewitterbedingungen, die wir ja kennen als Einheimische. Und unser Problem ist wirklich, wir möchten die Athleten zu bestimmten Zeiten nicht in diesen Orten haben. Denn das ist wirklich dann schwierig, sei es für einen Athlet, sei es auch für die Bergrettung. Da kommt man durch keine Straße, über 30, 40 Kilometer, da ist man wirklich im alpinen Gelände. Bei Tag geht das noch, weil der Hubschrauber-Einsatz möglich ist. Und bei Nacht ist das nicht möglich und da haben wir wirklich einen riesen Aufwand, sollten wir da Problematik bekommen. Und die Athleten, das wissen sie inzwischen, diese Zeiten muss ich erreichen, dann bin ich gut drauf. Und ansonsten ist das Risiko, sind wir als Veranstalter froh und sie vielleicht nach als Teilnehmer, dass sie nicht in dieses Unwetter hineingekommen sind oder in diese Gefahrenzone. Das sind so die Überlegungen. Natürlich auch hier 0.0 ist Ausschluss und es ist so, wir geben dann den Athleten, die es gerade noch schaffen, nochmal für den Besenwagen 30 Minuten Zeit, so auszuruhen. Das ist auch noch etwas, was wir dazu, um diese Cut-Zeit nicht so brutal dann zu machen, dass sie wieder weiter müssen. Aber ich glaube, man versucht den Kompromiss, aber meine erste Priorität ist die Sicherheit der Athleten. Danke.
Also nochmal zu Ihrer Veranstaltung. Also ich fand es vorbildlich organisiert und mein Partner auch. Also daran lag es nicht, ganz sicher. Und was ich auch schön fand, also bei Ihnen auch, konnte man ja die Strecke vorher schon einigermaßen einschätzen, einfach auch über die verschiedene Farbgebung, wie ist die Strecke technisch vielleicht auch von der Schwierigkeit. Das wünschte ich mir bei anderen Veranstaltungen auch. Also ich glaube, das ist wirklich gut, dass man es vorher schon besser einschätzen kann. Und ich habe auch im Umfeld einige Läufer kennengelernt, die es nicht beim ersten Mal geschafft haben, aber die gesagt haben, wir kommen wieder und wir gucken uns die kritischen Punkte besser an, und die haben es beim zweiten oder dritten Mal geschafft. Das fand ich also wirklich gut, und man sieht auch daran, dass einige Läufer vielleicht zu optimistisch und zu schlecht vorbereitet reingehen, ganz sicher. Und das wünschte ich mir dann bei vielen Veranstaltungen auch, dass die Knackpunkte wirklich deutlich genannt werden, dass man sich einfach auch darauf einstellen kann. Also ich habe es bei einer anderen Veranstaltung auch gehabt, beziehungsweise mein Partner, dass das Briefing nicht so gut war und auch wirklich Schwierigkeiten vorhanden waren auf der Strecke, weil es von Veranstalterseite nicht gepasst hat. Und das war wirklich, also so wie ich es mitbekommen habe, bei euch halt wirklich vorbildlich, super gut. Danke fürs Kompliment. Vielen Dank. Das sind doch auch schöne abschließende Worte, oder? Für so eine Podiumsdiskussion, positive Worte. Gibt es denn vielleicht noch eine abschließende Frage sonst? Ich würde ansonsten auch die Möglichkeit geben, dass man gleich direkt nochmal auf euch zukommen kann, falls jemand eine ganz persönliche Frage hat, ein Anliegen, dann kann man auch direkt gleich hier vor Ort nochmal auf die Teilnehmer drauf zukommen. Ich würde erstmal sagen, vielen, vielen Dank, einen Riesenapplaus an unsere Runde. Dankeschön. Und für euch geht es ja spätestens morgen früh weiter. Denn dann wartet an der Riffelseebahn die Nathalie und Patrick auf euch. Die beiden möchten mit euch die Produkttests machen. Um 9.30 Uhr geht es los, Treffpunkt ist aber schon um 9 Uhr. Und jetzt darf ich nochmal für ein Schlusswort das Mikro an Gerhard übergeben. Ja, ich bedanke mich bei euch allen, bei euch Zuhörern, Zuseherinnen, dass ihr da wart. Es war super spannend, interessant, wie das andere Veranstalter und wie das die Läufer sehen, auch für uns, für unsere Entwicklung mit diesen UTMB-Punkten. Da haben wir auch schon Pläne. Western State ist eine Überlegung, die wir in Erwägung ziehen wollen, haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil wir auch die Veranstaltung mit 1000 Leuten begrenzen werden, irgendwann einfach, weil der Berg nicht mehr vertragt und weil die Cut-Off-Zeiten sonst für mehr Leute zum Problem werden. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch allen, wie ihr da sitzt, und bei dir, Ilka, für die Moderation. Es war super, dass ihr da seid, es ehrt mich, wenn so Spitzenathleten und Spitzenveranstalter und Journalisten und auch der Christopher als Freund da sind und euch und mich unterhalten. Ihr kriegt nochmal einen Applaus von uns allen und gleich eine Geschenke. Das macht ihr mit dem Buchmacher. Die Geschenke sind so gut verpackt, dass ich sie nicht rausfinden aus der Kiste. Ja. Und wie gesagt, ich freue mich morgen, wenn ihr morgen um 9 Uhr bei der Riffelseebahn seid, die Produkte unserer Sponsoren ausprobiert. Ihr könnt euch eben heute noch da draußen austoben, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht bleibt es noch ein bisschen da für weitere Diskussionen mit den Podiumsteilnehmern. Danke für euer Kommen, bis morgen. Ja, natürlich bis dann.